Guten Abend, mein Name ist Andreas Boxleitner und herzlich willkommen zu einer kurzen Reise durch Zeit und Raum Frankreichs. 451, Pannenshow des frühen Mittelalters. Schlacht auf den katalanischen Feldern, weil Theoderich fällt. Möglicherweise Ursprung des Spruchs, haste mal einen Huni. 508, Franzosen verwenden andere Artikel als die Deutschen. Heißt die neue Hauptstadt der Merowinger nun die wilde Paris oder das wilde Paris? 1638, Ludwig XIV. Wird geboren. So einen König hatte die Welt noch nie gesehen. In Paris gehört nun alles dem König. Seine Ufer, seine Brücken. 1746, die Franzosen entdecken eine schwarze, klebrige, zähflüssige Masse, von der niemand weiß, was es ist. Einer brachte schließlich Aufklärung. Das ist Voltaire. 1793, Charlotte Corday läuft aufgeregt zu ihrer Mutter. Ma, rat, wen ich ermordet hab. 1853, Napoleon III. Wird Vorreiter des Feminismus und will zeigen, dass Haussmann das moderne Paris planen kann. 1873, Jules Verne beschreibt eine Reise um die Welt in 80 Tagen. Zum Vergleich, 58 Jahre früher brauchte Napoleon Bonaparte für die Strecke Elba, Frankreich, St. Helena noch 100 Tage. 1959, de Gaulle wird einer der größten Präsidenten Frankreichs. 2019, kein Staatschef mag Harry Potter und Hermine, aber der französische Präsident Macron. Das war eine kurze Reise durch Zeit und Raum Frankreichs. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.